So, die Dinger schmeiße ich jetzt einfach so irgendwo raus. Die machen dann Schaden. Greifen die Beißer die Viecher auch an? Muss ich testen, ne? Ja, teste ich dann auch gleich. Das Laufding hat sich einigermaßen bewährt. Wäre richtig schick, wenn wir ein zweites hätten, aber haben wir nicht. Tut die mal damit hin. Ist ja schon übersichtlich da bleiben. Das wird hier noch ein bisschen dauern. Slowdown-Kapseln. Oh, hol nochmal mehr Kohle. Jetzt haben wir gleich ganz viele bunte Kugeln hier zum Ausprobieren. Alles nur um eine verdammte Basis zu knacken, die mich schon seit Urzeiten stört. Genau, die Dinger Stahl und grüne Chips Stahl haben wir noch ein bisschen. Hole ich nochmal mehr. Genau, gib mir grüne Chips, gib mir grüne Chips. Stahl. Oh. Stahl. So, schon besser. Stahl haben wir, grüne Chips nicht so wirklich, aber das reicht. MK2-Schild ist gleich fertig, dann bau nochmal 5 davon. Kannst du hier schon mal in die Nähe begeben. Das Sniper-Ding war noch ein bisschen weit weg, richtig? Da wäre das Sniper-Ding. Och nö, Kobalt und Tungsten wären es nur noch. Also ja, das Zink und Blei und Tin ist ein bisschen nervig. Vor allem, weil ich jetzt nicht aus dem Kopf mehr weiß, wo Zink war. Aber es ist machbar. Ja, ist machbar. Also Tungsten und Kobalt. Ah, 250. Hier, macht den mal Tungsten zuerst. Research. So, da lang, da lang. Könnt ihr auch einmauern, oder? Da habe ich noch gar nicht gearbeitet. Also ich könnte einfach hier so ein bisschen außerhalb eine Mauer hinziehen, um die von mir fernzuhalten. Das fühlt sich aber auch komisch an. Also ich könnte theoretisch hier einfach so eine Irrgärten machen und dann da reinlaufen und dann die Viecher alle drin einsperren. Aber ist doch ein Ticken unrealistisch, ne? Einfach so mal aus dem Rucksack eine ganze Mauer aufzubauen? Weiß ja nicht. So, die Slowdown-Dinger sind da. Also Plan ist jetzt, ich laufe dahin, schmeiße so ein Slowdown-Ding. Was für eine Reichweite hat das? Ziemlich große. Schmeiße hier irgendwo ein Slowdown-Ding hin, einfach nur um zu gucken, wie das funktioniert. Dann schmeiße ich die 5. Ich schmeiße wahrscheinlich zuerst. Die Defender-Kapsel einfach hier irgendwo hin, damit das Ding kaputt geht. Das hat immer noch Schaden genommen. Oh, sehr gut. Pff, das ist ja putzig. Die alle Dinger kriegen Schaden. Nicht in die nächste Basis laufen. Nicht in die nächste Basis laufen. Slowdown? Gift? Slowdown. Geht tot. Nein, 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 nein. Das klappt alles nicht ganz so, wie ich mir das vorgestellt habe. Wobei die Slowdown-Dinger echt schick sind. Besser als alles andere, was ich gerade getestet habe. Ja, nee. Okay. Raus hier, raus hier, raus hier, raus hier. Das war alles eine Riesenverschwendung. Ich muss da besser vorbereitet rangehen. Das kann ich jetzt nicht so erzwingen. Ist gerade so ein bisschen Trotzreaktion von mir. Ich will das kaputt machen. Und dann bereite ich mich immer noch ein bisschen vor und dann wird das nichts. Also, geh mal hoch zu... Oh Gott, ist das schlecht, die Verteidigung. Genau. Kommt mal hoch zu unserer guten Verteidigung. Hier. So, mal gucken. Sieht schon ein bisschen besser aus, ja. Au. Crunch. Ja, das sind alles noch die alten Türme. Die dürfen ruhig kaputt gehen. Kauen sich ziemlich schnell dadurch.
Und die Lasertürme richten lassen, das ist gut. Ja. Okay. Was? Wo wird noch geschossen? So ein Spucker. Ja, hier, komm her. Crunch, crunch. Okay, ich hoffe mal, das provoziert jetzt nicht weitere Angriffe von denen. Weil ich brauche mehr Zeit. Und ich brauche... Slowdown-Kapseln? Ja, bauen wir davon ein paar mehr diesmal. So. Und wenn ich das nächste Mal angreife, sollte ich auch definitiv genug Zeug haben, um den Einspawner da zu killen. Das ist ziemlich frustrierend gerade. Oh Gott. So, genug Kabel habe ich. MK2-Schild, das klingt sehr gut. Gib mir den da. Du raus, du rein. Mal eben doppelt so viele Schilde. Nicht ganz, aber ne? Ordentlich viel mehr Schilde, das ist schön. Ist die Recharge-Rate von den Schilden auch höher? Maximum Recharge Speed 360. Maximum Recharge Speed 360. Nö. Also das Hochheilen, in Anführungszeichen, geht nicht schneller. Nur die Kapazität ist höher. Na, okay. Nochmal einen davon bauen? Nee, kann ja nicht profitieren. Blau, doofe Dinger. Also die Slowdown-Dinger sind recht gut, weil ich kann damit theoretisch die Viecher hinter mir herziehen und dann wieder eine Schleife drehen und zurückgehen und wieder schießen. Wie beim ersten Versuch. Sollte auch schon reichen. Das Gift war so lala. Die Kampfdrohnen, ich weiß nicht. Also ja, sie haben Schaden gemacht, aber verglichen mit meiner Combat-Shotgun nicht wirklich. Ein bisschen Ablenkung vielleicht, aber da sind mir die Ressourcen doch. Ne? 3 Stahl, 3 grüne Chips. Das ist das Falsche. Da. Ah, das geht sogar. Es ist ja nur 1 Stahl, 8 Eisen, 8 Kupfer. Nee, trotzdem nicht. So 13 Stück davon. Ich will. Okay, letzter Versuch. Ich versuche es jetzt mit dem 14 Slowdown-Modulen, die wir haben. Und dem MK2-Schild. Und wenn ich es jetzt nicht schaffe, diesen einen verflixten Spawner zu killen, dann werde ich erstmal 2-3 Folgen was anderes probieren. Und es dann probieren, wenn ich noch besser vorbereitet bin. Also dies hier ist mein letzter Trotzakt. Gucken wir mal. Ist inzwischen wieder hochgeheilt. Habt ihr weniger oder mehr Lebenspunkte? Mehr. Also die Spitter-Spawner sind schlimmer. So, kommt her. So, Berserker. So. Genau. Nochmal darauf. Klein viel Spuckerzeug töten. Ja. Klein viel Spuckerzeug töten. Eine Runde noch. Ja, na endlich. Okay, das war jetzt der einzige normale Spawner. Das heißt, wenn ich die Viecher jetzt töte, dann haben wir es nur noch mit Spuckern zu tun. Und Spucker gibt es noch keine garstigen, da gibt es nur diese kleinen da. Und dieser Slow-Effekt hält echt ziemlich lange, ja. Gleich läuft es überall gleichzeitig aus und ich bin tot. Ja, fast. 11 Magazine noch. 10 Magazine noch. Warum mehr Magazine? So,
Okay. Gucken wir doch mal. Ja, nur Kleinkram da. Sollte hinhauen. Das heißt, die Slowdown-Module brauche ich gar nicht mehr. Jetzt töte ich euch. Weg, 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 weg. Und damit hätte ich die Basis geknackt. Hätte ich von vornherein nicht mit den ganzen anderen komischen Kapseln rumgespielt, um sie auszuprobieren, wäre es wahrscheinlich von vornherein so gut gelaufen. Aber das wusste ich vorher nicht. Weiß ich jetzt besser. Das heißt, solange es keine besseren Splitter gibt, arbeite ich nur noch mit den Slowdown-Modulen. Und Munition wäre toll. Boah, ist das toll, dass wir das jetzt geknackt haben. Sehr, sehr schön. Das heißt, wir haben hier unten unsere Ruhe erstmal. Ganz viel Munition bauen. Was haben wir da? Kristalle, Silber, Tin, Crystal, Tungsten, Blei, kein Zink. Tin. Noch eine Viererbasis. Dafür habe ich definitiv nicht genug Munition, richtig? Richtig. Und nicht wieder größenwahnsinnig werden, Geogon. Okay, das Ding da unten können wir uns demnächst vornehmen. Wenn Munition wieder genug da ist. Und dann passt das. Jetzt haben wir auf jeden Fall erstmal eine schöne Ruhephase. Ich muss mir nicht ganz so viel Gedanken machen über die Verschmutzung. Ich muss mir aber wesentlich mehr Gedanken machen über die Verteidigung. Weil das kleine bisschen hier, ne? War das hier überhaupt richtig oder war es außen? Ich glaube, es war außen, wo wir es hinbauen müssten, ne? Nee, war richtig. Okay. Weil das kleine bisschen Verteidigung hier bringt nichts. Zip. Und ich sollte Skynet umstellen auf die Construction Bots, damit die Roboter das alles hier machen können. Also Mauern setzen, Mauern neu machen und so weiter. Blip, blip, blip. Weg. Weg. Und eigentlich müsste ich auch nach Osten gucken. Weil wir haben zwar Radaranlagen, aber sind nur drei und es ist doch ziemlich viel Platz, der hier gecheckt werden müsste. Ja. War es bis nach oben hin alles dicht oder hatte ich dann irgendwann mal gesagt, nö, ist mir zu nervig mit den Bäumen? Ja, wurde mir zu nervig. Okay, das ist nicht gut. Setz das hier einmal komplett hoch. Unser tollen neuen Superpicke hackst du jetzt hier einmal alle Bäume weg. Mit One-Hits. Genau. Das macht doch gleich viel mehr Spaß. Zack. So. Oh, da oben noch nicht, ne? Ja, okay. Also, nächste Folgen. Die Viererbasis da unten noch töten. Dafür brauche ich eigentlich nur mehr Munition. Der Rest passt schon. Slowdown-Module haben wir noch genug. Oder Kapseln, was auch immer. Dann überprüfen, ob die Sandmauerproduktion soweit läuft oder ob da irgendwas fehlt. Wie zum Beispiel Stein. Wobei wir hatten mehrere Stein-Drills angeschmissen. Sollte eigentlich klappen. Zick. Dann ganz viele Substations bauen, sodass wir einmal das Substation-Muster komplett an der Mauer, an der Westmauer hier langziehen können. Und dann eigentlich Ruheports. Und zwar so viele Roboports, dass wir auch hier einmal komplett an der Westmauer lang gehen können. Damit die Roboports die Lasertürme neu setzen können, die Gun-Türme neu setzen können, Mauern neu setzen können und so weiter. Osten sichern eigentlich auch. Hier unten wäre eine Dreierbasis. Da oben wäre auch eine Dreierbasis. Die sollte ich sogar noch einfacher knacken können als die Dinger hier. Das Ding sollte ich auch einfach knacken können. Also ja, ich denke, jetzt ist wieder so eine kleine Phase, wo ich wieder Basen töten werde. Damit ich genug Alien-Artefakte zusammenbekomme, um die MK2-Rüstung zu erforschen. Und das ist schon mal sehr schön, dass ich die Möglichkeit dazu habe. Wir dürfen nur die ganzen anderen Probleme auch nicht aus den Augen verlieren. Also zum einen, dass hier teilweise noch mit den Brennstoffdingern gearbeitet wird. Und die sind recht schnell und doch leer manchmal. Dann, dass die Ressourcen allgemein gar nicht ausreichen. Weder Eisen. Eisen ist jetzt von 6,5 auf 4,1 runtergefallen.
Kupfer ist inzwischen okay, aber wir kriegen anscheinend nicht genug Draht. Sind eigentlich durchgehend ausgelastet. Das Rauslegen ist gerade problematisch. Okay, also wir sollten dann Stack Size nochmal erhöhen, damit es hier zu keinem Stau gibt. Roboter sind okay, aber auch nicht so super toll. Das wollte ich gleich gucken. Ja, also einigermaßen gut was zu tun, aber es ist auf jeden Fall schon mal sehr motivierend, dass wir wieder töten können, um Alien-Attacke zu bekommen, damit wir nicht in so eine doofe Sackgasse wiederkommen wie in der letzten Staffel. Also dann, bis gleich.